Hallo und willkommen zu Albenrevue. Ich hatte vor langer Zeit mal eine Rezension über das erste Live-Album von Yes gemacht, das bereits 1973 erschienene Triple-Album Yes Songs. Das war die Albenrevue-Episode 34, glaube ich. In 1980, nur einige Monate nach dem Erscheinen des Studioalbums Drama, kam Yes Shows heraus, das zweite Live-Album. Und beide Alben, also Yes Songs und Yes Shows, funktionieren sehr komplementär, da sie unterschiedliche Schwerpunkte haben und sich deshalb gut ergänzen. Yes Songs deckt sozusagen die erste Hälfte der 70er Jahre ab, während Yes Shows die zweite Hälfte der 70er repräsentiert. Es ist eine naheliegende Herangehensweise, aber mir hat immer diese historische Symmetrie zwischen den beiden Alben gefallen. Aber wenn ich über dieses Live-Album spreche, muss ich unbedingt ein wenig ins Autobiografische ausholen, was ich bei diesen Albenrevues nur selten mache, da es meistens wenig interessant ist. Nun, meine aktive Zeit als Musikfan und Rock-Afficionado beginnt im Alter von genau 12 Jahren. Das war 1983 und ein sichtlich einschneidendes Jahr für mich, denn dies war das Jahr, in dem meine Eltern vom Osten in den Westen flohen. Und für uns Kinder war das eine große Überraschung, denn wir erfuhren von der Flucht letztendlich erst einen oder zwei Tage vorher. Wie auch immer. Im Sommer 1983 fand ich mich also in einem Asylheim für Flüchtlinge in Bayern wieder und mein Vater kaufte mir damals einen ganz billigen Walkman, die gab es damals auch mal für 30 oder 40 Mark, ganz simpel konstruierte Kassettenabspieler. Nun hatte ich also einen Walkman mit diesen altmodischen Kopfhörern, doch keine Musik dazu. Etwas später fing ich an, eigene Kassetten aus dem Radio aufzunehmen, was damals nicht ungewöhnlich war. Tragbare Kassettenrekorder mit eigener Radioeinheit gab es damals in jedem Haushalt und so konnte man über Radioshows auf Bayern 3 ganze Tapes mit aktueller Musik füllen. Damals war fast alles noch menschlich moderiert und junge Leute wie Thomas Gottschalk oder Günther Jauch saßen da häufig am Mikrofon. Doch zurück zu meinem Walkman. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine eigenen Kassetten und hatte mit Musik eigentlich wenig am Hut. Als Kind war ich eher ein Nerd, der sich für Bücher interessierte und von den Eltern ständig gezwungen werden musste, auch mal rauszugehen. Musik, das war etwas, das mein Vater hörte. Ich selbst zeigte da erstmal nicht viel Interesse. In dem Asylheim wohnten alle möglichen Leute, manche mehr oder weniger zwielichtig, aber einer von ihnen schenkte mir eine bespielte Kassette, meine erste eigene Kassette. Offensichtlich war da Musik drauf, die ihm nicht gefiel und hätte er mir die Kassette nicht geschenkt, hätte er sie sicherlich überspielt. Und so hatte ich mein allererstes Tape und mein erstes eigenes Stück Musik in meinem Besitz. Es war eine grün-weiße BASF-Kassette, 90 Minuten lang, und die Musik darauf war Yes Shows von Yes. Das aber an sich ist schon eine sehr bizarre Situation, denn vermutlich würde mir jeder zustimmen, dass dieses Live-Album gänzlich dafür ungeeignet ist, den eigenen Start zum Werdegang als Musikfan zu beginnen. Denn zu weiten Teilen klingt für ein ungeübtes Ohr dieses Album wie reiner Krach. Aber ich hatte erstmal kein anderes Material zur Verfügung, also fing ich an, diese Kassette immer wieder zu hören. Diese Musik klang zu weiten Teilen für mich sehr andersartig als alles, was da aus dem Radio drang. Es war ein schneller Crashkurs darin zu verstehen, dass Rockmusik mehr als nur eine 3 Minuten 20 lange Single sein muss, die im Radio gespielt wird. Wobei ich an dieser Stelle etwas die Fakten ein wenig schleife, denn
Mein Vater hörte viel Jethro Tull und Pink Floyd. Ich wusste schon vorher, dass es all diese wundersamen Alben gab, wo jede Seite nur zwei oder nur einen Track hatte. Und wenn mein Vater seine Kumpels oder Freunde zu Besuch hatte, dann redeten sie ohnehin den halben Abend nur über Cream und Queen und Led Zeppelin. Es war nur so, dass ich es stets etwas peripher wahrnahm und nicht das Gefühl hatte, dass das etwas mit mir zu tun haben sollte. Das sollte sich aber sehr schlagartig ändern. Das Interessante an meiner Erfahrung mit diesem teilweise krachigen und verschlungenen musikalischen Urwald namens Yes Shows war allerdings, dass das Album zwar kompliziert und verwirrend klang, aber ich mangels anderer Musik einfach dran geblieben bin. Vermutlich, weil der Alltag in so einem Asylheim auch etwas langweilig war. Doch etwas Spannendes geschah. 2 Wochen später kannte ich jeden Fill, jeden Lick, jeden schrägen Rhythmuswechsel auf diesem Album. Ich konnte zwar fast kein Wort Englisch, aber das ist bei Yes nicht unbedingt ein Problem. Das Gehirn eines Kindes ist eben wie ein Schwamm, der alles aufsaugen kann, ungeachtet der Komplexität. Und da steckt eine gewisse Lehre oder Lektion in dieser Erfahrung. Denn ich hatte in den darauffolgenden Jahrzehnten oft genug erlebt, dass Kinder musikalisch infantilisiert werden. Es gibt diese gänzlich falsche Idee, dass ein Kind musikalisch nur kindlichen Nonsens im Stil der Schlümpfe Musik hören sollte, was eigentlich Unsinn ist. Ich sage nicht, man soll 5-jährigen Kindern gleich mal Maurizio Kagel oder Giorgio Ligeti überreichen. Aber etwas mehr als Charlie Waffles kann es schon sein. So begann mein Werdegang als Musikhörer tatsächlich mit einem recht sperrigen, akustisch nicht sehr zugänglichen Album. Aber es hat eine neue Welt der Möglichkeiten für mich eröffnet. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendein besonderes Talent für komplexe Musik hätte. Nein, es hat lediglich damit zu tun, dass ich im Grunde ein wenig zufällig gezwungen war, Musik zu hören, die nicht primitiv ist. Die Weichen waren damit gestellt und mein Vater hatte das gut erkannt und bald schon hatte ich auch andere Kassetten in meiner Sammlung. Besondere Erwähnung verdient dabei The Journey to the Center of the Earth und das King Arthur Album von Rick Wakeman. Das ist eine gute Wahl, finde ich, weil es einerseits anspruchsvolle Musik ist, zumindest verglichen damit, was da aus dem Radio so kam. Aber zugleich steckt eine abenteuerliche Geschichte dahinter, in die ein junger Geist sich vertiefen kann. Ich halte beide Alben noch immer für eine tolle Möglichkeit, gerade Kindern interessante Musik anzubieten, also Musik, die mehr Tiefe und Erlebnisräume besitzt als der Dreck, der ihnen bereits im frühen Alter durch das Handy aufgedrängt wird. Aber bevor ich komplett wie ein alter Mann klinge, kommen wir doch zurück zu dem Album. Wie schon bei Yes Songs vermittelt auch hier das Album das Gefühl eines gesamten Konzerts. Doch das Material entstammt 3 verschiedenen Jahren und 3 verschiedenen Tourneen, naheliegenderweise die Relayer-Tournee, die Going for the One-Tournee und die Tormato-Tournee. Somit haben wir hier einige Aufnahmen mit Patrick Moratz an den Keyboards, während die meisten Aufnahmen Rick Wakeman an den Keyboards haben. Moratz spielt hier genau genommen auf Ritual und The Gates of Delirium. Aber angesichts dessen, dass das beide Tracks sind, die eher jeweils eine ganze Plattenseite abdecken, kann man nicht unbedingt sagen, Patrick Moratz wäre hier unterrepräsentiert. Durch die Länge der beiden Aufnahmen ist Moratz im Grunde das halbe Live-Album anwesend. Die Idee mit dem Live-Album kam ursprünglich von der Plattenfirma, also von Atlantic. Die Aufgabe, eine Auswahl zu treffen, aber auch eine gewisse Nachproduktion zu erschaffen, fiel Chris Squire zu. Das Album beginnt gewohnt mit dem Tonband der Feuervogel-Suite von Stravinsky, in die sich langsam die Live-Musik einmischt. Den Anfang macht die Chris Squire-Komposition Parallels von dem Going for the One-Album und ich muss gestehen, dass mir diese Live-Version immer etwas besser gefiel als die eigentliche Studioaufnahme.
was vermutlich mit der Orgel zu tun hat. Die Studioaufnahme war eine dieser Produktionen damals, wo Rick Wakeman eine echte Kirchenorgel dazu aufnahm, was für mich ein wenig den ganzen Sound der restlichen Band abgetötet hatte. Aber hier in dieser Live-Situation kann Wakeman keine Kirchenorgel bemühen. Der nächste Track ist ein massiver Kontrast, der an dieser Stelle aber recht großartig reinpasst. Time and the Word von dem gleichnamigen zweiten Album von Yes aus dem Jahr 1970. Das ist eine sehr charmante Nummer, doch hier blüht der Song wirklich erst recht auf. Es ist auch interessant, das Lied mit Steve Howe und Rick Wakeman zu hören, die ja in 1970, also bei der Studioaufnahme, noch nicht in der Band waren. Diese Live-Version, wow, ist verdammt stark. Wakeman lässt es sich nicht nehmen, da einige gigantomanische Piano-Arpeggios einzusetzen, während Steve Howe da eine nervöse, psychedelische Gitarrenmeditation einlegt. Hinzu kommt, dass das Stück nicht ein fester Bestandteil des Tourneeprogramms von Yes war und eigentlich nur ein paar Mal gespielt wurde. Zumindest in dieser späteren Zeit. Das Stück hört schlagartig auf und geht von einem Beat zum anderen in Going for the One über. Das ist allerdings etwas Studiogetrickse, denn die Aufnahme mit Time and the Word stammt aus London im Jahr 1978, während die Going for the One Aufnahme wurde in Frankfurt am Main in 1977 aufgenommen bei einer anderen Tour. Ich habe also den Verdacht, dass die Band zu keinem Zeitpunkt diese beiden Stücke nacheinander spielt, auch wenn die hier geradezu ineinander verschraubt erscheinen. Dann folgt die B-Seite des Albums, das vollständig nur von einem Track besetzt wird, von The Gates of Delirium mit Patrick Moratz an den Keyboards. Die Aufnahme entstand im August 1976 in Detroit, USA. Die Band war hier on fire, wie man sagt, großartige Form, eine fast 23-minütige Reise durch eines der komplexesten Stücke, die es von ihr gibt. Und als Zwölfjähriger habe ich da schon Mühen gehabt, das alles richtig zu verdauen. Die C-Seite beginnt mit Don't Kill the Whale, einem nach meinem Dafürhalten extrem unterschätzten Stück von Yes von dem Tormato-Album. Und der Track beweist hier, wie gut er live funktioniert. Die andere Sache, die hier allerdings hinzukommt, ist, dass der Production Value bei diesem Track deutlich größer ist als bei den anderen Tracks, finde ich. Die meisten Aufnahmen auf diesem Live-Album klingen schon ein wenig so, dass man beiläufig ein Tonbandgerät an das Mischpult koppelte und einfach mitlaufen ließ. Mehr so für das Archiv. Doch hier springt das Qualitätslevel der Aufnahme doch ziemlich nach oben und geht man durch das Impressum des Albums, merkt man, dass aus irgendeinem Grund bei dieser Aufnahme ein ganzes Team für die Aufzeichnung zuständig war. Also während der Tormato-Tour im Herbst 1978. Wenn das ganze Live-Album in dieser Qualität bestehen würde, würde ich ihm vermutlich 5 Sterne geben. Nun wird es interessant, denn das nächste Stück ist Ritual von Tales from Topographic Oceans. Doch das Stück ist hier in 2 Teile aufgebrochen, wegen der begrenzten Länge einer Vinylseite. Ich hatte mich schon damals immer gefragt, ob denn keine einzige andere Variation oder Permutation dieser Stücke bestanden hatte, die so zu sortieren, dass Ritual eine ganze eigene Plattenseite für sich hatte. Aber natürlich ist die Reihenfolge auch nicht egal. Und die andere Sache ist, diese Version von Ritual hat dieses mindestens 5-minütige Intro von John Anderson, wo er mit seiner Stimme jammt und die Crew vorstellt, die Beleuchter, die Tontechniker. Mike Tate wird erwähnt. Und das klingt zwar auf den ersten Blick langweilig, aber wenn man es hört, ist es extrem atmosphärisch eingefädelt mit der Unterstützung von Steve Howe und Alan White und Patrick Moratz. Die andere Sache, die mir dazu in den Sinn kommt, ist, dass in der Welt der Rocksänger, der Ian Gillans und Ozzy Osbournes und Ronnie James Dios und Robert Plants, ein John Anderson eher etwas untypisch, wenn nicht geradezu schüchtern rüberkommt, fast wie jemand, der ausschließlich wegen der sagenhaften Stimme auf die Bühne gehört, aber nicht, weil er ein Rockstar ist, der das Publikum in seiner Handfläche hält. Und das ist eine massive Illusion. Es ist gänzlich falsch. Zum einen, als Yes 1968 gegründet wurden,
war John Anderson bereits 3 Jahre mit seiner Band Warriors aktiv gewesen. Er hatte Europatourneen mitgemacht und hatte damals viel mehr Bühnenerfahrung als zum Beispiel Bill Bruford oder Tony Kaye. Und zwischen Warriors und den Anfängen von Yes jobbte Anderson ständig in Bars und Musikclubs, wo er Technik aufbaute oder einfach nur die Tische abräumte. An ihm war so gar nichts schüchtern und er ist schon damals sehr gut darin gewesen, das Publikum zu beherrschen. Im Englischen nennt man das Working the Crowd. Es gibt ein Live-Video von 2004, wo John Anderson bei Rhythm of Love so einen Rundgang durch das Publikum und die Konzerthalle nimmt, während er singt. Roadies und Security-Typen lieben so einen Scheiß. Und dort kann man gut sehen, wie Anderson mehr ein Showman ist, als man ihm auf Anhieb zutraut. Und diese Aufnahme von Ritual ist ohnehin großartig, weil sie sich in ihrer Gesamtheit an vielen Stellen von dem Original unterscheidet. Insbesondere bei diesem archaischen, paganistischen, heidnischen Thema, das schon auf dem Studioalbum extrem spannend ist, hier aber noch zusätzlich ausgebaut wird. Allerdings konnte ich nie das Rätsel lösen, wer diesen tribalen, archaischen Schreigesang von sich gibt. Also wer freiwillig seine Stimmbänder auf der Bühne quält, ganz sicher war das nicht Anderson. Vermutlich auch nicht Squire. Heute im Zeitalter von digitalen Streams kriegt man von der künstlichen Bruchstelle der beiden Ritual-Teile 1 und 2, wo man früher die Schallplatte umdrehen musste, vermutlich nichts mehr mit. Den Abschluss des Albums bildet das charmante Wondrous Stories und das ist an dieser Stelle nett aufgehoben nach all dem Wahnsinn und Irrsinn. Fazit: Bei meiner abschließenden Bewertung müssen zwei entgegengesetzte Aspekte zur Sprache kommen. Als Musikdokument einer ungewöhnlichen Band ist das hier ein wichtiges Album, auch wenn es nur den Fans von Yes zugänglich erscheinen dürfte. Der andere Aspekt dieser Produktion ist allerdings die recht schlammige Klangqualität, die wirklich stellenweise zu wünschen übrig lässt. Natürlich ist das nicht unbedingt bedingungslos den Tontechnikern zuzuschreiben. Es hat mehr damit zu tun, dass Yes sich damals auf dem Höhepunkt ihres Ruhms befanden und auf ihren Tourneen nur noch wirklich riesige Hallen und Stadien spielten. Und das mussten sie auch, da sie eine recht extravagante Bühnenausstattung dabei hatten, die viel Platz wegnahm und vor allem einen großen Umsatz an den Ticketkassen benötigte, um refinanzierbar zu sein. Und riesige Hallen und Stadien machen in der Regel keine guten Live-Aufnahmen. Deshalb klingt Live at Leeds von The Who viel besser, obwohl es 10 Jahre früher rauskam. Denn es wurde in einer relativ kleinen Halle aufgenommen, irgendwo auf dem Campus seiner Universität. Somit hatten die Tontechniker von Yes seinerzeit vermutlich keine Chance, einen wirklich großartigen Live-Sound auf die Tonbänder zu kriegen. Aber als Atlantic die Idee zu diesem Live-Album an Chris Squire herantrug, waren all die Tourneen längst vorbei. Sonst hätte man dies vielleicht besser ins Kalkül genommen. Das gibt es immer wieder, dass eine recht große Band ein deutlich kleineres Konzert mit einplant, irgendwo fern des ausgetretenen Pfades, ohne da viel Promotion dafür zu machen, aber dafür in einer Umgebung, wo sie perfekt den Sound kontrollieren können. Deshalb klingen Live-Alben von Jazz-Fusion-Bands oft so unglaublich viel besser als Alben von Prog-Rock-Bands, obwohl da oft ähnliche Talente und Fähigkeiten im Spiel sind. Doch die Prog-Rock-Bands hatten seinerzeit in viel größeren Hallen gespielt und das merkt man dem Sound der Live-Alben aus den 70ern dann manchmal negativ an. Ich meine, es gibt Bands, die können in einem Club, wo 120 Leute reinpassen, eine Live-Aufnahme machen, die auf den ersten Blick von einer Studioaufnahme nicht zu unterscheiden ist. Das soll aber nicht bedeuten, dass der Sound hier nun super schlecht ist. Zugegeben, an manchen Stellen klingt es wie ein etwas gereinigter Bootleg, aber im Großen und Ganzen kann man die Qualität schon anhören. Ich würde hier sonst 3 Sterne geben, ähnlich wie damals bei Yes Songs. Ich gebe hier 3,5 Sterne, 3,5 aus persönlichen Gründen, aber deshalb, weil Don't Kill the Whale und Time and the World wirklich gut klingen und super aufgenommen sind. Es ist schwer, hier von Highlights zu sprechen, weil das ganze Live-Album in dieser Konfiguration ein großartiger Abenteuertrip ist. The Gates of Delirium und Ritual sind live sehr spannend und alles in allem ist dieses Doppelalbum ein cooles Geschwister zu Yes Songs.
für jene, die gar nicht genug von Yes kriegen können, ist das dann ein extravagantes Double Feature, das insgesamt 210 Minuten dauert. So, das war also meine Rezension des zweiten Live-Albums von Yes mit dem Titel Yes Shows, das 1980 erschien. Für die Band Yes sollte an dieser Stelle eine Zeit der Umwälzungen anbrechen. Doch zu jedermanns Überraschung sollte nun auch ihre kommerziell erfolgreichste Ära beginnen. Und damit hatte 1980 absolut niemand gerechnet, vermutlich am allerwenigsten Yes, der Schock von 1983. Doch dazu dann in der nächsten Episode.